Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Outer Worlds. So, nachdem wir in der letzten Folge hier erfolgreich diesen Auftrag noch abgeschlossen haben, können wir jetzt mal eben schnell Punkte vergeben. 10 Stück an der Zahl wieder. Medizin, oh, da fehlt uns noch einiges. Kloppen wir mal komplett hier rein. Würde ich sagen. Ja, möchte ich. So, Ruf, was haben wir denn an Ruf? Gut, 6% aktueller Status neutral beim Vorstand. Groundbreaker sind wir freundlich. Inkonoklasten, das sind die da oben auf dem Berg. Neutral. Monarch Stellar Industries. Annehmbar. Naja, gut. Ein Mitarbeiter, der es weit bringen könnte. Schlecht 14, warum schlecht? Okay. Und die Clio. Da waren wir eher nicht so gut. Neutral, naja, gut. So, da waren wir auf jeden Fall sehr freundlich bei der Groundbreaker. So, weiter im Text. Wir könnten das jetzt weitermachen. Oder das, oder das. Da müssten wir wieder nach Edgewater. Das jetzt noch irgendwie Sinn macht, ich weiß es nicht. Wir machen jetzt erstmal das hier. Ein verlassenes Labor in Cascadia. So, wir müssen, wir gucken mal kurz da raus. Region. Wo müssen wir denn hin? Da hinten. Ach du Jammer. Cascadia. Ich ahne Schreckliches. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch tauschen sollten. Wir bräuchten ja, glaube ich, eigentlich unsere Tante Doktor. Können wir, wie kommen wir zur Groundbreaker zurück? Die Unreliable, da wollen wir hin, genau. Nicht Groundbreaker, Unreliable. Wir wollen auf unser Schiff. Entgegen aller Erwartungen, die Unreliable fliegt. Ja, dann soll sie doch fliegen. Hauptsache, wir fliegen nicht auf die Nase. So. Hier irgendwas Neues. Wir haben. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Warum haben wir Wollkühe? Oh ja. Die sehen sehr interessant aus. Gibt's bei dir hey, was Captain? Neues? I got a thing I want to ask you. Okay. It's kind of big. Ja, was kann ich für dich tun? I was thinking about what you said before, after we went to the Lost Hope on the Groundbreaker. I reckon you're right. I think I'm ready to stop fretting and fussing and ask Junlei to go steady straight out. And I'm thinking of doing it here, on the ship. I was kind of hoping you'd offer. The thing is, I can't ask her over like this. I mean, look at me. I'm all covered in engine grease and I ain't showered in nigh on a week. Okay. I smell like sweat most days and, well, don't look too close at my fingernails. I was thinking, hoping, we could stop by Groundbreaker for bath supplies. Kein Problem.
Oh, that nice older lady in the Rest and Go, Miss Gladys. She seemed to know lots of things. Maybe she knows where to find fancy soap. I mean, only if you're not busy. Or when you're heading through Groundbreaker for something else. You don't gotta change plans on account of me. Much. Anyhow, next time we dock in Groundbreaker, let me know. Because I want to come with. Gut, haben wir das auch geklärt. Gucken, was Ada so für uns hat. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Okay. May luck be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to come. Ja, das kennen wir schon. So, wir gehen mal nach oben gucken, was da so Neues gibt. War jetzt zwar so nicht geplant, aber hallo. Ein Bäumchen. Mensch, ärgere dich nicht oder sowas ähnliches. Mülleimer. Borscht Factory. Was? Anti. Ja, gut. Schlafen? Nein. Wir wollen nicht schlafen. Make yourself at home, Captain. Mache ich sowieso. So, da unten waren wir schon. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Nichts drin, hier haben wir schon alles ausgeräumt. Seifenreiniger. Okay. Beutel, ja gut. Ein Wunderbaum. Na gut. Achso, das war ja hier. Parvatis Gemächer. Status report. Something on your mind? Das kennen wir ja alles schon. Good to see you, boss. Okay, hier gibt's auch nichts Neues. Okay, nein. Wo ist denn unser VK Max eigentlich? Miss, bitte. Achso, das warst du. Scanning for C2547 grade rated contaminants. Ah ja. Wo ist denn jetzt VK Max hin? Haben wir den erschreckt? Naja, egal. So, wir gehen dann mal wieder. Wir nehmen mit heute mal dich und dich. Ah ne, dich und dich. Und dich, so. Einen können wir noch. Nee, Quatsch, wir wollten doch gar nicht nach Stella Bay. Wir wollten doch mal kurz zu Groundbreaker. Wir sind jetzt bei Monarch, dann gehen wir mal zu Groundbreaker. Achso, hier könnten wir. Genau. Eine Handvoll Taugenichtse, da haben wir Waffen aus der endlosen Leere, der leere Mann, da haben wir den. Das Raumverbrechersyndikat und Radio Fryes Monarch. Fryes Monarch, genau. Raumverbrecher, eine Dockstation. We've arrived at the Groundbreaker. Alter! Aber keine weiche Landung. Und du? Nee, du kommst mit, du nicht. Du kommst mit. So, weiter.
Was? Nein, ich schlafe nicht. So, meist nicht in die Sonne. Mädels, seid ihr? Ja, ihr seid da. Gut. Siehst du, wir müssten eigentlich... Moment, haben wir eine Rüstung aktuell dabei? Ja, haben wir. Wir haben jetzt 29 zu rund 44. Haben wir hier irgendwas Schönes, was wir mit uns für uns noch ausrüsten könnten? Eine schwere Rüstung, ne? Sublight. Wir, Ellie. Ellie kann eigentlich auch Punkte vergeben. Das hat sie schon. So, dann gehen wir ihr noch mal ein bisschen. Sie hat jetzt ein schicke Straßenkleidung. 14. Der hat 11. Der hat auch 14. Okay, wir haben nichts, was da besser ist. Doch hier. Sieht ja auch nicht so schlecht aus. Ja, kann man machen, ne? Gut, waffentechnisch hat sie eine Pistole und die hat 240. Leichte Sturmgewehr. Wäre Munition. Was hat sie denn an? Also, das ist. Das ist das. Munition hat sie immer. Nehmen wir eh nochmal das Ding. Nö. So. Big Avati hat das Ding. Sturmgewehr. Plasmawerfer. Sollte erstmal reichen. So. Sehr schön. Mitkommen. Du schon wieder. So, rest and go. Da sollen wir hin. Zu. Madame. Ja, du schon wieder. Seid ihr da? If you're here for this week's Magazine Club meeting, you're a touch late. Meine Ingenieurin möchte sich gerne. Genau. I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit, and I snagged a couple for myself. High grade shampoo and conditioner, scrubby brush, a nice lotion, that sort of thing. I still got them, too. What's the scrubby brush for? Cleaning around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such. Me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, or refurbished ship? Mm-hmm.
gosh. We never talked about what kind of smells she likes. I think pretty much every spot on Groundbreaker just smells like old socks. It comes down to what sort of intent you got. If I was looking to do a spy job over in engineering, I'd be safe with refurbished ship. Now, if I was a young thing trying to come on all precious-like, I'd probably go with Rosish. But if I was doing it for my own self, I'd pick mock apples and cinnamon. I guess you could eeny, miny, moe it. Take your time, dear. A lady's scent says a lot about her. We didn't have anything rosish in Edgewater. I heard it smells real pretty, though. I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being so helpful. You're welcome, dear. So, dann war's das. You know where to find me. So. I hope this fancy soap we got is extra strength. I'm feeling a mite ripe. Oh, thanks, Captain. I'm gonna put these someplace safe. In her messages, June Lay said her mama used to make this dish for Monarch. Dustback casserole. Saltuna and Xenogold needle mushrooms. And then for dessert, there's a thing called, sweetheart cake. It's made with almond paste and wax gourds. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweets. Das kriegen wir schon raus. Captain, I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. Gut, jetzt müssen wir quasi Stellar Bay und Cascadia. Stellar Bay ebenfalls Monarch. Irgendwie sagen. Achso, hier können wir gerade nicht. Ganz Energie von Gegnern? Wieso Gegner? Wo sind hier Gegner? Na gut. Wo müssen wir denn jetzt wieder? Ja. Können wir jetzt schnell reisen? Ja. Warum bin ich jetzt, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Wir wollten doch gar nicht auf die Promenade, wir wollten noch dahin. Mensch. Verwirrt hier. So, wir sind wieder auf der Groundbreaker angekommen. Da müssen wir hin. Cascadia könnten wir. Erstmal Stellar Bay. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. So angekommen. Wir nehmen mal wieder die beiden mit. Und jetzt sind wir Stellar Bay schon wieder. So, da ist das Herzgütlein und da gibt es den Auflauf. 50 Meter. Okay. Oh, das geht schon wieder nicht. Ja. Okay, wir können hier nicht schnell. Schade eigentlich. Seid ihr da, Mädels? Danke. Ab geht's. So, wir gehen erstmal nach den Küchlein gucken.
Hier drin schon mal nicht. You ever think about what goes on in a marauder's head? No, they're crazy. Miss Ellie, Dr. Van Hill. I noticed your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? I oil it every night. Now look here. Your slide's not recoiling fully. You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. Sure. I'm short on bits at the moment, but I'll pay you back. Oh, no. I mean, it don't cost nothing. I got a spare spring in my pocket here, even. Everything's got a price. Yeah, yeah. Das ist das, das ist das und... Also da geht's dann quasi... Genau. Da geht's ja dann raus. Da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen ja jetzt erstmal hier, Stella Bay, den Auflauf. Dies war quasi hier. Kommen wir hier rein? Jo, komm. Hallo! Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Danke, keine weiteren Informationen. Was ist los in dieser Stadt? Easy for you to say. You can hop into your spaceship and leave any time. This town is enough to try anyone's nerves. That was a real popular meal 10-20 years back, before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht, and the mushrooms, well, not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. Oh, yikes. I can't cover this much, Captain. You got it. I got all the ingredients. Should only take about an hour in the oven. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. Danke. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. Oh, gosh. My tongue's rumbling just smell it. Something you need? Nein. Gut. Da. Gut, jetzt brauchen wir ja quasi bloß noch. Region. Na, wir müssen ja sowieso nach Cascadia. Quasi. Dann können wir auch auf die. Ground. Auf die. Unreliable zurückkehren. Und fliegen nach Cascadia. So. Pick up any more strays while you were out? I suppose if the crew's quarters fill up, we can hang hammocks in the cargo hold. So, We're in orbit over Cascadia, Captain. Wir gucken mal. Achtung, Gefahr. Ja, ich speichere nochmal schnell. Und dann gucken wir, wir nehmen wieder die beiden mit und weiter. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Sieht irgendwie nicht ganz so nett aus hier. You take real good care of your pistol, Dr. Fenhill. I oughta. Kept me alive this long. I mean, you treat it nice. Makes me happy to see, because I feel the same way about my life. Sieht irgendwie nicht ganz so gesund aus hier. Well, that does a job. Feelings got nothing to do with it. Mhm. Mhm,
Wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Also wir sind hier und müssen da rüber. Machen wir aber jetzt in der nächsten Folge, würde ich sagen. Was können wir hier machen? Ja, ja. Ja, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Die letzten beiden Folgen sind ja ein bisschen was länger geworden. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut.